Bismillahirrahmanirrahim. Auch von meiner Seite einen schönen guten Abend. Ich freue mich, dass ihr heute alle so zahlreich erschienen sind. Und auch ich möchte mich noch einmal entschuldigen für die Verspätung und kann mir einen bösen, angesichts dieser Steilvorlage, einen bösen Kommentar nicht verkneifen. Männer und Technik. Was soll man da sagen? Ist ja auch das Thema des Abends. Islam und Emanzipation. Ich möchte einige Bemerkungen vorab schicken, bevor ich anfange mit dem Hauptvortrag. Ich glaube, wenn wir über das Thema Frauenrechte, Feminismus, Emanzipation sprechen, dürfen wir nicht so naiv sein zu glauben, dass es dabei auch immer um Frauenrechte gehen würde. Sie werden oft eingefordert, aber ganz oft werden anhand von Geschlechterfragen kulturelle Hierarchien, kulturelle Dominanz, kulturelle Hegemonie, die wird da verhandelt. Und der Feminismus oder der Ruf nach Frauenrechten ist nicht selten vorgeschoben. Ein Beispiel, ein politisches Beispiel, was gar nicht so alt ist, denken Sie an die Intervention in Afghanistan 2001 oder auch der völkerrechtswidrige Eingriff 2003 im Irak. Das lief unter dem Label, wir möchten Frauenrechte etablieren, wir möchten diese Frauen befreien. Das war die offizielle Version, Demokratie, Frauenrechte. Ein völkerrechtswidriger Eingriff, wie gesagt. Dass natürlich andere Fragen auch eine große Rolle gespielt haben. Geopolitische Fragen, die Frage um Öl, um Ressourcen. Das einmal dahingestellt, das ist, glaube ich, den meisten bewusst. Aber die offizielle Version ist eben, wir möchten Frauen befreien. Und diese Strategie ist eine, die gar nicht so alt ist. Wir kennen sie aus der Kolonialzeit. Das war ein zentraler Kern kolonialer Strategie, zu sagen, wir möchten in diese Länder gehen und die Frauen dort befreien, die bedroht werden von ihren eigenen Männern. In den Postcolonial Studies ist das schön aufgearbeitet worden. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, was das besonders plastisch macht. Dieser Herr hier, das ist Lord Cromer, ein britischer Generalkonsul in Ägypten. Und er hat dafür gesorgt, dass in Ägypten es zu einer kollektiven Zwangsentschleierung gekommen ist. Also die Frauen wurden wirklich gezwungen, sich zu entschleiern. Das natürlich im Namen des Feminismus. Auch hier hat der Feminismus dafür gesorgt, dass Ausbeutung, dass Intervention verschleiert werden konnte, legitimiert werden konnte. Das Interessante an dem Fall ist aber, dass der gleiche besagte Lord Cromer in England, also in seiner Heimat, Gründungsmitglied der Männerliga gegen das Frauenwahlrecht war. Und das ist etwas, was wir immer wieder beobachten können. Man tritt verbal für Frauenrechte ein, die andere betreffen, ist aber nicht unbedingt die Speerspitze des Feminismus im eigenen Land. Ein Beispiel für Zwangsentschleierung hatten wir letztes Jahr, 2016. Sie erinnern sich vielleicht an diese Bilder, die durch die ganze Welt gegangen sind. Nizza, eine Frau, die da am Strand saß, musste im Zuge des Burka-Verbots sich entschleiern. Also sie musste ihre Tunika ausziehen. Das war auch eine Form von Zwangsentschleierung. Auch da die Frage, wird hier der Feminismus vereinnahmt, um Rassismus zu verschleiern oder um wieder politische Motive, die sicherlich der Hintergrund für dieses Verbot auch waren, um die unkenntlich zu machen. Die Künstlerin Katja Berlin hat das schön veranschaulicht, finde ich. In dieser Grafik gefühlte Wahrheiten, Torte der Wahrheit, von wem geht der Terror aus? Sind es die Frauen in Burkas? Nein, es sind dann doch eher die Männer in Hosen. Aber wir diskutieren eben über die Frauen. Und warum tun wir das? Weil Angst ein Motor ist. Das macht diese Grafik auch deutlich. Und zwar ein Motor, mit dem viele Menschen oder viele Parteien auch derzeit spielen. Die wichtigste Partei, die im Moment davon profitiert, ist sicherlich die AfD. Eine Partei, die nicht unbedingt dafür bekannt ist, dass sie sich für feministische Positionen eintritt. Frau von Storch sagt, Gender Mainstreaming ist intellektueller Wohlstandsmüll. Aber es ist eben genau diese Partei, die plötzlich ganz lautstark für Frauenrechte von muslimischen Frauen sich stark macht. Also die dann auf einmal den Feminismus auch für sich entdeckt, wenn es um die andere Frau geht und wenn es vor allem um den muslimischen Mann geht, der dem Stereotyp zufolge eben die muslimische Frau unterdrückt. Diese Form der politischen Instrumentalisierung gibt es also, wenn wir um das Thema Feminismus sprechen, aber es gibt sie natürlich auch von muslimischer Seite. Auch da erleben wir eine politische Instrumentalisierung. Denken Sie an die iranische Revolution, die sogenannte islamische Revolution 1979, eine Art Big Bang für den Islamismus weltweit. Und auch damals wurde ja auch das Kopftuch sogar zu einem politischen Symbol missbraucht. Es wurde dazu gemacht, obwohl es ein für viele bis dato ein religiöses Kleidungsstück einfach nur war, ein spirituelles Kleidungsstück. Es wurde politisch missbraucht
Und neben Iran ist sicherlich Saudi-Arabien das andere große Negativbeispiel, und damit wären wir auch beim Thema des heutigen Abends. Diese Nachricht ging dieses Jahr, oder ich glaube, es war erst letztes Monat, vor 2, 3 Wochen war das in der Presse: Saudi-Arabien erlaubt Frauen das Autofahren. Sollen wir jetzt heulen oder sollen wir uns freuen? Dass es so lange gedauert hat, ist einerseits eine Schande, andererseits tut sich dort etwas. Traurig ist, dass diese Art von Verboten religiös begründet worden sind. Aber Saudi-Arabien ist ein spezieller Fall. Was für eine Lesart des Islams wird dort gepredigt? Es ist eine Sekte, die dort herrscht, und zwar sind das die Wahhabiten, die einen Pakt eingehen mit einem machthungrigen Clan, den Al-Saud, der Familie Al-Saud. Und dieses Bündnis, das ist das Gefährliche. Also es gibt eine religiöse Legitimierung der Politik und gleichzeitig eine finanzielle Unterstützung durch die Politik für eine bestimmte religiöse Ideologie, die weltweit dafür sorgt, dass der Islamismus auf dem Vormarsch ist. Also es sind die Wahhabiten, die das finanziell unterstützen, die Extremismus im Islam auch unterstützen. Und die Frage, die sich an dieser Stelle natürlich stellen muss: Warum sind das unsere Verbündeten? Warum gibt es da gemeinsame Handelsbeziehungen? Warum sind das Verbündete des Westens? Warum gibt es Waffenlieferungen? Warum werden Ölinteressen vor Menschenrechte gestellt, vor Frauenrechte gestellt? Also das sind natürlich Fragen, die uns dann auch betreffen und wo man sich auch die Frage stellen muss: Geht es vielleicht am Ende nicht um Frauenrechte? Wird das gerne vorgeschoben, aber dann, wenn es drauf ankommt, sind die eben nichts wert und es geht um das Öl und das Geld und um das gute Geschäft. Das vorab. Kommen wir nun zu der Situation in der sogenannten islamischen Welt. Sie ist sicherlich, das ist eine Binsenweisheit, kein monolithischer Block. Es gibt unterschiedlichste Länder und es gibt unterschiedliche politische Systeme. Es gibt Diktaturen, da haben Frauen, Minderheiten, Andersdenkende kaum Rechte. Es gibt säkulare Systeme. Die Frage ist, liegt es immer an der Religion, wenn Frauen unterdrückt werden? Denken Sie an große Länder wie Indien. Auch dort haben wir große Schwierigkeiten. Es gibt auch dort eine strukturelle Diskriminierung, wie in einigen Ländern der sogenannten islamischen Welt. Dort ist nicht der Islam zu Hause, dort ist der Hinduismus die Weltreligion. Denken Sie an Afrika, denken Sie an Südamerika. Also wir haben patriarchale Strukturen überall auf der Welt, und zwar unabhängig davon, ob der Islam dort die dominante Religion ist oder nicht. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass es natürlich auch etwas mit den Lebensbedingungen zu tun hat. Wie hoch ist die Analphabetenrate? Wenn sie 70% beträgt unter den Frauen, macht das natürlich etwas. Das führt dazu, dass patriarchale Strukturen sich zementieren, dass sie bestehen bleiben, dass es keine Änderung gibt. Und der andere Punkt ist, was für eine Lesart des Islams ist vorherrschend. Also was für ein Islam wird gelebt, was für eine Interpretation wird gelebt. Es gibt ganz viele unterschiedliche Gruppen innerhalb des Islams. Ein großer gemeinsamer Nenner, auf den sich die meisten dann doch einigen können, sind die Quellen. Und die müssen wir uns anschauen, wenn wir uns die Frage stellen wollen, inwiefern spielt denn der Islam eine Rolle, wenn Frauen unterdrückt werden. Die zentralen Quellen sind der Koran, der für die Muslime das heilige Buch ist, die letzte Offenbarung Gottes. Es ist die Praxis des Propheten, die sogenannte Sunna, seine Überlieferung, die Hadith und die Exegese, also die Interpretation durch die Gelehrten. Und ich habe heute von allen Bereichen mal ein paar Beispiele mitgebracht und zeige Ihnen, wie da auch unterschiedlich die Interpretationen vorgenommen werden. Ein Narrativ, das es gibt, ist, dass man sagt, als der Islam entstanden ist, also in der frühislamischen Zeit, 7. Jahrhundert nach Christus, war das eigentlich eine große Revolution, eine soziale, eine geistige Revolution, dass da eine Idee in die Welt gesetzt wurde, die davon ausging, Mann und Frau sind gleichwertig. Aus heutiger Sicht sagen wir, naja, so what, ist ja selbstverständlich, aber wir haben gerade Luther, ja, und Sie kennen vielleicht die Zitate von Luther noch zum Thema Frau. Wir haben große Dichter und Denker auch im Westen, die noch lange nach der Aufklärung, sogar Kant, Schopenhauer, wer auch immer, es gibt so viele Zitate, die Frau galt als minderwertiges Wesen. Also es war keineswegs selbstverständlich, davon auszugehen, dass Mann und Frau gleichwertig sind. Das war eine geistige Revolution. Gerne auch die Fragen im Anschluss. Die geistige Revolution im 7. Jahrhundert sah so aus, dass zunächst einmal der Koran unmissverständlich feststellt, Mann und Frau sind gleichwertig. Das ist die Grundlage. Das Zweite ist, nicht nur, dass es diese Verse gibt, also Mann und Frau sind aus einem einzigen Wesen, sie sind ontologisch aus derselben Substanz erschaffen. Das Zweite ist auch, dass es in der Praxis auch zu einer sozialen Revolution gekommen ist, insofern, dass bestimmte Rechte eingeführt worden sind, die für die damalige Zeit unüblich sind. Wir sind im 7. Jahrhundert nach Christus.
Die Frau hat das Recht auf Eigentum bekommen. Davor galt sie als Besitz des Mannes. Das Recht auf Bildung, das Recht auf Scheidung, das Erbrecht. Und schon beim Erbrecht fängt das an, da kommen wir auch gleich zu, weil es Unterschiede auch gibt, wie sie erbt. Die zweite große Grundlage, was die Quellen des Islams angeht, sind die Überlieferungen. Und wir haben eingangs schon einige gehört. Die Ahmadiyya Muslim Jamaat hat dazu ja eine Plakatkampagne auch gemacht. Sie haben es vielleicht an den Bahnhöfen gesehen. Also auch das sicherlich etwas, was Anhaltspunkt dafür geben kann, dass es eine bestimmte Tradition gibt. Denken Sie an Malala. Sie kennen sicherlich Malala. Das ist die jüngste Friedensnobelpreisträgerin, diejenige, die auch, also wirklich mit Abstand die jüngste Friedensnobelpreisträgerin. Und sie hat, Sie kennen die Geschichte, sie ist angegriffen worden von Islamisten, von den Taliban, von Extremen also, weil sie sich für die Bildung von Mädchen eingesetzt hat. Und als sie aber ihren Nobelpreis bekommen hat, hat sie in der Dankesrede noch thematisiert, dass es eine Grundlage des Islams ist, sich für die Bildung von Mädchen und Frauen einzusetzen, weil der Prophet sagte, es ist Pflicht für Mann und Frau, nach Bildung zu streben. Also das ist eine Grundlage, die wir haben. Es ist nicht einfach nur ein nice to have, Frauen sollten nach Bildung streben oder Wissen erlangen, es ist eine Pflicht. Und trotzdem haben wir eben das Problem, dass in der Umsetzung, in der Erziehung in den Familienhäusern das nicht immer so präsent ist. Wir haben das Problem, die Zeit hat es einmal schön tituliert, Mama die Macho-Macherin. Also dass es eben Mütter gibt, die sehr streng noch nach patriarchalen Traditionen aufgewachsen sind, die auch nicht den Zugang selbst zur Bildung hatten, vor allem in dörflichen Strukturen, die dann manchmal auch im Zuge der Gastarbeiterbewegung nach Deutschland gekommen sind und diese Strukturen konservieren. Und das sind manchmal dann Situationen, wo durchaus es keine Gleichbehandlung von Jungs und Mädchen in der Kindererziehung gibt, in manchen muslimischen Familien. Aber man muss das eben kontrastieren. Es gibt Überlieferungen, in denen der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, also Friede und Segen Gottes sein mit ihm, genau das betont hat. Seid gerecht und gleich zu euren Kindern, sagte er dreimal. Und wer eine Tochter hat und sie nicht lebendig begräbt, das war eine vorislamische Sitte, die auch im Koran scharf kritisiert wird, sie nicht missachtet und ihr seine Söhne nicht vorzieht, der wird mir im Paradies, der wird ins Paradies eintreten. Also gerade diese Gleichbehandlung, da haben wir sehr schöne Überlieferungen, das muss einfach reaktiviert werden, damit es auch in den Häusern weiter so tradiert wird, weiter gelebt wird. Und trotzdem gibt es natürlich noch eine andere Seite. Das waren die Verse, das waren die Überlieferungen, die unmissverständlich deutlich machen, das muss eine Gleichbehandlung geben. Aber es gibt bestimmte Traditionen, die sind problematisch. Und da gibt es zwei Dinge, die wir unterscheiden müssen. Das eine ist, es gibt Traditionen wie sogenannte Ehrenmorde, wie die Zwangsehe oder auch wie die weibliche Genitalverstümmelung. Da haben wir einen großen Konsens in der islamischen Welt, also sogar eine Fatwa in Kairo, von der Al-Azhar-Universität zum Thema Ehrenmord oder Zwangsehe, Genitalverstümmelung, dass diese Dinge eindeutig unislamisch sind, weil es zum Beispiel Überlieferungen gibt, in denen der Prophet eine Zwangsehe auflösen ließ, annulliert hat. Also das ist relativ unumstritten, da ist man sich einig, vor allem was sogenannte Ehrenmorde angeht, auch was Zwangsehen angeht. Genitalverstümmelung sowieso, das gibt es in Afrika leider ganz viel, auch unter Christen dort. Also es hat nichts mit der Religion zu tun, es ist eine unsägliche patriarchale Tradition. Das andere ist aber, dass es auch Koranverse gibt und Überlieferungen gibt, die oft missbraucht werden oder benutzt werden, um zu sagen, Frauen sind im Islam nicht genauso viel wert wie Männer oder haben eine andere Stellung. Und bei diesen Stellen des Korans geht es natürlich um die Interpretation. Wie wird es ausgelegt? Ein Beispiel ist jetzt das Thema Polygamie. Das wurde eben auch schon reingerufen, Sure 4. Wie interpretiert man diese Stelle? Man muss einmal den historischen Kontext beachten. Der historische Kontext ist, dass es im Alten Testament noch die Polygamie gab, dass man also davon ausging, das ist erlaubt. Denken Sie an die biblischen Propheten, Salomon mit vielen Frauen, Abraham hatte zwei Frauen, David. Also es gibt viele Propheten im Alten Testament, die polygam lebten. Der Koran formuliert eine Einschränkung, das ist wichtig zu wissen. Also man darf nicht unzählig viele Frauen haben, wenn ihr um den Schutz der Waisen fürchtet. Das heißt, in Situationen, wo es einen Männerüberschuss gab, war das eine Lösung, dass man überlegt hat, gut, wir haben einen Männermangel, meine ich, einen Frauenüberschuss, einen Männermangel, weil wir Krieg haben, weil viele Männer im Krieg gefallen sind, ein Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern, da war das eine Lösung. Nun hat der Begründer der Ahmadiyya Muslim Jamaat gesagt, wenn eine Frau kategorisch ausschließen möchte,
Polygamie für sich kategorisch ausschließen möchte, unter allen Umständen auch in Kriegssituationen, dann schreibt sie das einfach in den Ehevertrag ein, in die religiöse Trauung, da gibt es einen Vertrag, das Nikah-Vertrag, und da schreibt sie rein, dass sie das nicht möchte. Der vierte Kalif der Gemeinde sagte, es ist rein schon unlogisch zu meinen, dass Polygamie irgendwie was die Norm sein könnte, weil es annähernd genauso viele Männer wie Frauen gibt. Also scheint es offensichtlich zu sein, dass Gott als Schöpfer die Monogamie als Norm sich überlegt hat, weil es eben fast genauso viele Männer wie Frauen gibt. Also auch dieses logische Argument gibt es. Sie sehen, es gibt also Gelehrte, die durchaus verstehen, dass es einen historischen Kontext gibt, dass es einen situativen Kontext gibt, eine Ausnahmesituation geben kann, aber dass das nichts ist, was jetzt die Norm betrifft oder für alle allgemein eine Gültigkeit hätte. Es gibt einen großen Vorteil, den in diesem Zusammenhang die Ahmadi Muslim Jamaat hat. Weil man darf nicht verschweigen, natürlich gibt es auch andere Interpretationen. Es gibt auch frauenfeindliche Interpretationen. Es gibt auch Gelehrte, die sich hinstellen und irgendwelche Fatwas erlassen, die furchtbar sind und die eindeutig diskriminierend sind. Was macht man nun? Das ist so ein Potpourri. Wenn man Muslim ist, woran orientiert man sich? Und die Ahmadi Muslim Jamaat hat dort einen Vorteil, finde ich, weil wir eine religiöse Instanz haben. Es gibt einen Kalifen und der hat ganz unmissverständlich immer wieder auch in seinen Ansprachen gesagt, es sollte kristallklar sein, es gibt keinen Unterschied im Rang von Männern und Frauen, sie sind gleichwertig vor Gott. Und er verurteilt auch orthodoxe und frauenfeindliche Lesarten. Er ist scharf mit ihnen auch ins Gericht gegangen und stellt eine andere Exegese vor. Und es ist wichtig, glaube ich, diese Exegese auch bekannt zu machen, auch in der islamischen Community. Das andere, was er macht, neben dieser theologischen Aufklärungsarbeit ist, dass er auch ganz praktisch Empowerment von innen betreibt. Und wie sieht das aus? Es gibt jedes Jahr eine Jahresversammlung der Ahmadiyya Muslim Jamaat. In Karlsruhe findet die im Moment statt. Viele, also etwa 30.000, 40.000 Muslime sind dort vor Ort anwesend und viele Millionen Muslime, Ahmadi-Muslime, schauen live zu. Der Kalif kommt auf die Frauenseite und die besten weiblichen Absolventinnen werden vom Kalifen höchstpersönlich ausgezeichnet. Vor einem Millionenpublikum, namentlich erwähnt und wo sie halt ihre herausragenden Leistungen erbracht haben. Und ich glaube, das ist Empowerment von innen. Weil wenn man Frauen dazu ermutigt, Bildung zu erlangen, und das ist der erste und ein ganz wichtiger Schritt auch in Richtung Selbstbestimmtheit, in Richtung auch aufgeklärtes Denken, was auch an die nächste Generation weitergegeben wird. Es ist eine Art Reform von innen, die ganz wichtig ist. Und das alles in der Tradition des Islams letztendlich, weil es gibt im Islam viele große Frauenfiguren. Um nur einige ganz kurz zu erwähnen, im Koran wird zum Beispiel Hazrat Maria als großes Vorbild erwähnt, die Mutter von Jesus, aber auch die Königin Saba. Die Königin Saba wird erwähnt als eine gläubige und sehr kluge Herrscherin. Also auch eine Frau an der Spitze eines Volkes und das lange, lange vor Merkel. Also auch diese Frauenfiguren gibt es. Hazrat Khadija, die Frau des Propheten, eine Kauffrau, eine Geschäftsfrau war sie. Und die wichtigste Gelehrte im Islam ist eine Frau. Also nicht die wichtigste weibliche Gelehrtin, sondern die wichtigste Gelehrte überhaupt ist eine Frau. Aber es gibt auch Frauen, also Hazrat Aisha hat zum Beispiel Männer unterrichtet. Aber es gibt auch Frauen, die in Männerdomänen aktiv waren. Zum Beispiel Hazrat Umm Mada ist es bekannt, dass sie in Schlachten mitgekämpft hat. Oder Khawla bin al-Aswad, von ihr habe ich meinen Vornamen. Sie war eigentlich in der Kriegssituation, war sie im Sanitärbereich zuständig. Einmal ist aber ihr Bruder entführt worden. Sie hat sich kurzerhand undercover ist sie in die Schlacht gegangen und dort aufgefallen. Man hat gefragt, wer ist dieser gute Krieger? Und das war eine Frau. Und sie hat dann später auch Heere angeleitet. Also auch diese Frauenfiguren gibt es. Nicht zu vergessen, Rabea von Basra, eine ganz berühmte Mystikerin. Und vielleicht als letzten Fun Fact für den heutigen Abend. Ich finde, das sollte man einfach mal gewusst haben. Wer hat die erste Universität auf der Welt gegründet? Es war eine muslimische Frau. Und viele kennen ihren Namen nicht. Fatima al-Fihri im 9. Jahrhundert in Marokko, die erste Universität überhaupt. Also nicht die erste muslimische Universität, sondern überhaupt die erste Universität wurde von einer muslimischen Frau gegründet. Also es gibt auch diese Role Models für die muslimischen Frauen und für den Islam. Das Problem ist, dass das, was wir beim Bild haben, oft ein anderes ist. In dieser Karikatur wird es thematisiert, also wenn Frauen
feministische oder emanzipiert sind, dann eher, weil sie der deutschen Leitkultur nachahmen. Man versichert sich da selbst gerne seine eigene Überlegenheit, ne? Wenn man suggeriert, das wäre etwas, was Muslime nicht von sich aus können. Ein muslimisches Paar sieht eher so aus, dass der Patriarch vorne läuft und die Frau die Tüten hinten schleppt. Das sind sicherlich Stereotype. Wenn wir uns nämlich die Praxis anschauen, das ist eine EU-Studie, die ich letzten Monat erst entdeckt habe, also eine Studie, die in ganz Europa stattgefunden hat. Und das Ergebnis ist ernüchternd, würde ich sagen. Danke. 79% aller Frauen sind es, die kochen und den Haushalt machen. Und das nicht in einem islamischen Land oder in islamischen Familien, muslimischen Familien, sondern weltweit und in Europa eben auch. 79%, diese EU-Studie können Sie gerne auf tagesschau.de nachlesen. Und die Bertelsmann-Stiftung hat es nochmal unterschieden mit Migrationshintergrund, ohne Migrationshintergrund. Wer ist zuständig für Haushalt, für Kinder, für Angehörigenpflege? Dreimal dürfen Sie raten, in der Mehrheit sind es die Frauen. Was machen muslimische Frauen? Sie sind da auf den sozialen Netzwerken unterwegs. Es gibt da etwas Lustiges, was ich auch zu dem Thema gefunden habe. Hashtag Muslima Faktencheck. Und da heißt es folgendermaßen, also das sind dann so Flyer, die rumgeschickt werden. Studien zufolge steigt die Zufriedenheit in der Partnerschaft mit gerechterer Verteilung der Hausarbeit. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach Hause kam, pflegte er für seine Familie zu arbeiten. Eine Überlieferung nach Hazrat Aisha, Hashtag die Sunna wiederbeleben. Also auch das ist ja ein Versuch zu sagen, wir haben eine islamische Tradition, sie müsste vielleicht auch mal gelebt werden. Und da sind, glaube ich, da haben alle Frauen dasselbe Problem, dass man da immer wieder mal hinterher sein muss. Ein anderer Hinweis in den sozialen Netzwerken ist der Islam hatte der Frau einen so hohen Status gegeben, dass das Paradies unter ihren Füßen liegt, weil nämlich es eine Überlieferung gibt, da heißt es, das Paradies liegt unter den Füßen der Mutter. Also Empowerment von innen. Empowerment anhand der islamischen Quellen. Und ich glaube, das ist allemal zielführender, als wenn man sagt, muslimische Frau, du musst dich entscheiden zwischen Religion oder Emanzipation. Es ist klüger zu sagen, auch in der islamischen Tradition gibt es ganz, ganz viel, woran wir anknüpfen können, was für Geschlechtergerechtigkeit spricht. Und die Legendary Mile ist eine transnationale Frauenorganisation, die genau das versucht, mit dem Motto, keine Nation kann Fortschritte machen, ohne ihre Frauen zu bilden. Wird aber so eine Frauenorganisation wahrgenommen in Deutschland? Weiß man, dass es sie gibt, dass sie transnational vernetzt ist, dass sie Veranstaltungen organisiert für Frauen, Wettbewerbe, Wissenswettbewerbe, Sportwettbewerbe, also unglaublich viel auch an Aktivitäten, eher nicht. Das, worüber wir in Deutschland diskutieren, wieder gefühlte Wahrheit, ist, wenn wir ums Thema Frauenrechte reden, eben nicht die Lohngleichheit, blauer Balken, nicht so oft die Kinderbetreuung und Chancengleichheit, sondern das sind die Kopftücher. Das ist, was die Gefühle in Wallung bringt und was, was für heftige Emotionen sorgt. Das sieht man auch heute Abend wieder. Und deswegen habe ich das als letztes Beispiel für heute mitgebracht. Ich wollte gar nicht so sehr darauf eingehen. Der Veranstalter hat gesagt, nee, das Thema Kopftuch muss auch noch sein. Und es gibt ja ein großes Missverständnis oder ein großes Vorurteil rund um dieses Stück Stoff. Deswegen habe ich ein Zitat einer Islamkritikerin mitgebracht. Das möchte ich gerne mit Ihnen ein bisschen durchsezieren zum Abschluss. Diese Islamkritikerin sagt, und das ist ein Argument, das höre ich ganz oft, das Verschleierungsgebot unterstellt, dass Männer nicht anders können, als sofort über eine Frau herzufallen, die etwas Haut und Haar zeigt. Insofern diskriminiert ein Vollschleier oder ein Kopftuch nicht nur seine Trägerin, die sich gleichzeitig moralisch über die Unverhüllten erhebt, sondern auch die Männer, die allesamt als potenzielle triebgesteuerte Vergewaltiger verdächtigt werden. Harte Kritik, harter Tobak. Und immer wenn ich so Zitate höre, dann denke ich mir für einen Moment, vielleicht sollte ich ja doch mein Kopftuch ausziehen, um mir in aller Öffentlichkeit die Haare raufen zu können. Und warum? Weil ich finde, dass das Argument viele Schwachstellen hat. Es hat logische Schwachstellen, es ist logisch nicht schlüssig und es ist inhaltlich nicht gut durchdacht. Um auf dem Niveau des Arguments auch zu bleiben, eine Parallele. Ich denke, die meisten, die heute hierher gekommen sind, waren vielleicht mit dem Auto unterwegs und haben ihr Auto irgendwo abgestellt. Und viele von ihnen haben es auch abgeschlossen, das macht man eben so. Auf der logischen Ebene heißt es jetzt, wenn Sie Ihr Auto abgeschlossen haben, dass alle Passanten, die an Ihrem Auto vorbeilaufen, potenzielle triebgesteuerte kriminelle Diebe sind? Heißt es das? Natürlich nicht. Das unterstellen Sie niemandem. Sie haben einfach nur Ihr Auto abgeschlossen. Und heißt es, dass Sie sich moralisch erheben, denen gegenüber, die Ihr Auto nicht abschließen?
Nein, natürlich nicht. Es ist Ihnen völlig egal, was andere machen. Sie haben Ihr Auto abgeschlossen und Sie unterstellen niemanden, potenziell ein Dieb zu sein oder sich moralisch zu überheben. Einer kopftuchtragenden Frau wird es aber unterstellt. Und das ist logisch falsch. Es ist seinerseits eine Unterstellung der Frau, das zu unterstellen. Das Zweite aber ist, dass es auch inhaltlich falsch ist. Weil nämlich da von einem Männerbild ausgegangen wird, was der Islam gar nicht hat. Und da müssten wir jetzt eigentlich sehr tief einsteigen, ich mache es aber kurz. Das Menschenbild im Islam geht davon aus, dass der Mensch gerade durch die Beziehung mit Gott frei werden kann von seinen leidenschaftlichen Trieben. Der Mann und die Frau, das Ziel eines Muslims ist, einen Dschihad gegen das eigene Ego zu führen. Also gegen innere Leidenschaften zu führen, gegen den ersten Affekt, den man vielleicht im Kopf hat, der einen zu irgendwas anstacheln möchte. Dagegen möchte man ja anarbeiten. Deswegen gibt es auch den Monat Ramadan, wo man zum Beispiel das Fasten lernt, gegen den Hungertrieb auch kämpft. Und natürlich ist der Mann und die Frau, beide sind dazu angehalten, auch gegen ihren Sexualtrieb anzuarbeiten und ihn zu zivilisieren, ihn zu kanalisieren und mit der Vernunft zu steuern. Das ist eine ganz klare Regel und diese Normen und Moralvorstellungen gelten für Männer und Frauen gleichermaßen. Also es gibt dieses Menschenbild gar nicht zu meinen, der Mann könne sich nicht beherrschen und würde über die Frau herfallen. Das ist im Islam nicht angelegt. Die islamische Philosophie geht nicht davon aus, dass der Mensch das nicht kann. Der Mensch kann das und gerade dazu ist ja auch Religion da. Das vielleicht erstmal zu dem Thema. Und ich glaube, wenn man über das Thema redet, die Frau wird zum Objekt, wenn sie sich verschleiert. Das sehen ja viele so. Man kann das diskutieren. Dann muss man auch diskutieren, dass auch andersrum es natürlich eine Objektifizierung von Frauen in der sexistischen Massenkultur gibt. Wir haben gerade die Diskussion um den Hashtag MeToo. Wir wissen, dass wir lange nicht mehr so naiv zu sein brauchen, um nicht zu sehen, dass gerade angesichts des Weinstein-Skandals das einfach ein großes Problem ist auch, dass Frauen zum Objekt gemacht werden. Und zwar unabhängig davon, wie sie sich kleiden. Und das ist ja das große Problem. Wir driften in Extreme ab. Ich finde, das sind zwei Extreme. Einerseits zu sagen, die Frau muss unter eine Burka, das ist ein Extrem. Und auf der anderen Seite zu sagen, die Frau muss sich komplett enthüllen und wichtig ist, dass sie selbstbestimmt entscheiden darf. Und jetzt dieses Abwägen, also dass man das islamistische Patriarchat ersetzt durch ein Patriarchat, was kompatibel ist mit kapitalistischen Strukturen, ist keine kluge Idee. Also das ist genauso schwierig, genauso problematisch und die Massenkultur ist natürlich durchzogen von Sexismus, da brauchen wir uns gar nichts vorzumachen. Und ich glaube, da tendiert man dazu, auch die eigene Kultur zu idealisieren und den westlichen europäischen Mann ein Stück weit auch zu sehr zu idealisieren. Die Probleme sind überall, glaube ich, ähnlich. Was machen wir also? Kommen wir zum Fazit. Es gibt da einen Vorschlag, man könnte sagen, okay, als muslimische Frau bekennt man sich ganz offensichtlich zum Grundgesetz, indem man ein Kopftuch trägt mit I love Grundgesetz oder mit der Deutschlandflagge als Ausdruck Loyalität zum Land, zu Deutschland auch. Oder man macht das ein bisschen spießiger mit Gartenzwergen auf dem Kopftuch. Modell Toleranz ist auch noch im Angebot. Also das sind natürlich Möglichkeiten. Im Kern, glaube ich, geht es aber darum, wenn die Frauen das selbstbestimmt tragen, wenn sie es aus Liebe zu Gott tragen, dann sollte das ihr gutes Recht sein. Und dann sollten wir uns nicht echauffieren, im Namen des Feminismus diesen Frauen das Recht auf Selbstbestimmung abzusprechen, weil das ist ein Paradoxon, das ist widersprüchlich. Und genau das passiert in der Realität leider. In der Realität ist es so, dass im Namen des Feminismus den Frauen die Teilhabe in der Öffentlichkeit, die Teilhabe in der Gesellschaft verwehrt wird. Es gibt eine Studie der Uni Münster, 1500 Bewerbungen, einmal Sandra Bauer, einmal Meryem Öztürk. Dreimal dürfen Sie raten, wie es da aussieht. Sandra Bauer wird eingeladen bei gleicher Qualifikation, bei gleicher Bewerbung. Meryem Öztürk, also allein der Vorname, der dann ein türkischer ist, führt schon dazu, dass sie seltener eingeladen wird. Und wenn dann die Gute auch noch ein Kopftuch trägt, hat sie so gut wie keine Chancen. Das heißt, hier wird wieder im Namen des Feminismus, im Namen einer feministischen Argumentation, Frauen das Leben erschwert. Und das nur dann, wenn es um Privilegien geht. Das ist doch interessant. Wenn diese Meryem Öztürk als Putzhilfe in der Schule arbeiten will, ist das kein Problem. Da fragt überhaupt keiner. Wenn sie aber eine privilegierte Position einnehmen möchte, dann wird es zum Problem. Und das zeigt, dass es auch an dieser Stelle eben nicht um Frauenrechte geht. Wird es um Frauenrechte gehen, wäre das kein Thema, dass sie arbeiten darf. Es geht um kulturelle Dominanz. Es geht um kulturelle Hegemonie. Es geht darum, sich seine Privilegien zu sichern und sich seiner Überlegenheit auch nochmal sicher zu werden, indem man andere abwertet. Und das, finde ich, ist ein großes Problem.
Und das soll auch das Fazit des heutigen Abends sein. Ich glaube, wenn wir wirklich für Frauenrechte sind, sollten wir uns solidarisieren. Wir sollten uns gemeinsam und zusammen dafür einsetzen, dass Frauen überall selbstbestimmt leben können, dass sie selbstbestimmt auch sich anziehen dürfen. Und wir sollten uns nicht spalten lassen. Und genau das versuchen leider rechtspopulistische Parteien, die derzeit im Bundestag sitzen. Und damit danke ich Ihnen erstmal fürs Zuhören. Applaus